Bevor das Video losgeht, gebt doch einfach ein Like, falls es euch gefällt und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, falls ihr mehr hiervon sehen wollt. Sims 4 ist in einer kurzen Pause, aber kommt die Tage wieder zurück. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rock of Ages 2. Zusammen mit mir, dem Stier, dem Dr. Axo. Vielen Dank für euer heutiges Dabeisein. Ja, ich habe offscreen ein paar neue Sachen eingesammelt, ein paar neue Sachen, die wir freigeschaltet haben. Darunter unter anderem dieser Kanonenturm, der uns in der letzten Folge ziemlich auf den Senkel gegangen ist. Und deswegen machen wir heute nochmal Holland. Was heißt nochmal? Haben wir noch nie gemacht. Aber ja, ich versuch's nochmal auf normal. Letztes Mal war es ziemlich knapp, weil ich einfach in diesem Spiel nicht so gut bin. Aber ja, würde ich sagen, betreten wir einfach mal die Arena. Wusch. Vincent van Gogh. Alter, jetzt kämpfen wir einfach gegen van Gogh. Auch ich liebe den Humor dieses Spiels wirklich so sehr. Okay, letztes Mal haben wir den Standardball genommen. Das hat leider nicht sehr gut funktioniert. Ich würde sagen, wir machen mal das mit der höchsten Beschädigung. Das hat eine Beschädigung von 200, das von 210. Okay, der hat die höchste Beschädigung. Das heißt, ich würde sagen, nehmen wir mal den. Die Banken natürlich, dann die Kanonen. Die Kühe haben auch ziemlich gut funktioniert. Ich weiß nicht, was das ist. Ballons heften sich an Felsblöcke. Dank der neuen Angst. Ach so, verlangsamt er wahrscheinlich. Dann würde ich sagen, nochmal die ganz normalen Türme. Ja, warum nicht? Ich bin bereit. So, perfekt. Wo haben wir denn hier unsere Strecke? Da beginnt es. Okay. Das heißt, ich gehe dann nochmal ans Ende. Hier. Perfekt. Machen wir dann nochmal hier einen kleinen Kanonenturm hin. Der dann, wie drehen wir nochmal? Ach Gott. Das ist keine gute Position für einen Kanonenturm. Hier. Einfach nochmal, um ihn zu schwächen. Und dann vielleicht nochmal hier. Und dann würde ich sagen, machen wir ein paar Kühe. Direkt hier hin. Damit der dann nicht so leicht durchkommt. Das wird er auch nicht. Ja, jetzt haben wir natürlich viel Platz verschwendet. Dann klatschen wir hier nochmal eine Mauer hin. Und wir haben natürlich noch einige Banken, die gesetzt werden wollen. So, da, perfekt. Das haben wir auch noch nicht. Das heißt, perfekt. Jetzt dürften wir bereits alles haben. Okay, dann würde ich sagen, packen wir hier auch nochmal ein paar Kanonentürme hin und dann rolle ich mal los. Los. Woo. Dann mal los, oh Gott. Au. Wurde direkt getroffen. Feuerwerk! Ja! Ich wollte nur sagen, dass ich sehr schlecht nochmal in diesem Spiel bin. Also, wollte ich nochmal sagen. Weg mit euch! Oh Gott! Nein, eine Kuh! Ich hab eine Kuh! Weg mit dir! Okay, der Typ hat irgendwie so einen anderen Stein. Oh Gott, wie sieht der denn aus? Oh Gott! Nicht aus der Bahn. Sorry, wenn ihr meine Tastatur hört. Los! Komm, 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 komm! So, da ist das Ziel. Nice! 178 Schaden. Das ist doch gar nicht so schlecht.
Oh, er hat jetzt auch getroffen. So, dann nochmal ans Ziel hier. Er ist durch die Kühe durchgekommen. Das können wir natürlich nicht zulassen. Ja. Dann nochmal hier einen Kanonenturm hin. Und ein paar Mauern nochmal hier hin. Mauern um dieses Ding herum bringen auch nicht viel. So. Zack, boom, bam. Dann machen wir das mal so. Und vielleicht, falls er hier lang fährt, nochmal hier einen hin. Oh, das wird richtig nice. Dann würde ich sagen, machen wir auch nochmal auf den Rest der Strecke ein bisschen was hin, einfach um ihn zu schwächen. So, wenn er gerade dann hier zurückkommt. Da nochmal was hinklatschen. Genauso hier. Selben Move, ja. So. So. Dann nochmal hier hin. Und dann rollen wir auch direkt mal los. Fühle mich immer schlecht, weil wir viel zu viel Geld übrig haben. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Au! Wow, die Kanone hat einfach berechnet. Der war fricke nochmal berechnet, wo ich hinfahre. Nope. Nope. Deckt mit euch an. Ich mag euch nicht. Okay, dieser Run ist besser als der letzte. Okay, ich habe keine Kuh abbekommen. Das ist ja schon mal ganz gut. Oh, ich liebe dieses Design vom Spiel an sich. Ah, da lang. Bitte da lang. Was hat denn der jetzt für einen Ball genommen? Er hat also zwei Bälle ausgerüstet. Das heißt. So, da müsste jetzt. Ja, perfekt. Da hat er Kühe hingesetzt. Ja, das bringt nicht viel. Und wird dementsprechend bei uns scheinbar auch nicht viel bringen. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch einmal da lang. Komm. Jawohl. Komm. Ah, ja, wir sind besser als er. Das ist schon mal ganz gut. So. Okay, eine Kanone hat er zerstört. Das ist natürlich nicht so toll. Dann nochmal hier hin, einfach um ihn auf dem letzten Wege nochmal zu schwächen. Schwächen, ja genau. Gut Deutsch mal wieder heute. Dann nochmal hier hin. Und nochmal dahin. Dahin. Danke. Ich habe ja noch Geld. Noch ordentlich Geld. So. Okay, jetzt haben wir hier einige Kanonentürme. Oh ja, vor die Kanonentürme. Dann wird er nochmal getroffen. Kühe vor die Kanonentürme. Dann wird er verlangsamt. Einfach so nochmal um die Dinger herum. Und ich kann nichts mehr setzen? Wieso kann ich denn keine Kühe setzen? Geht das nicht mehr? Kann man nichts mehr setzen, wenn der Ball bereit ist? Das wird keinen Sinn machen. Ah, nein! Oh, der Blitz hat mich nicht getroffen. Okay. Nein! Au! Ah, nicht so guter Run. So lang wie. Au. Oh, Elefanten. Ab sofort darf ich keinen Schaden mehr kriegen. Nein. Ah! Oh Gott, der hat da zwei Kanonen aufgestellt. Ich glaube, ich habe sie zerstört. Aber zerstören bringt in der letzten Runde natürlich auch nicht mehr so viel. Dann einfach um die Brücke herumfahren. Und hier so lang und überhaupt. Und ach Gott, ich werde sterben, oder? Komm bitte, ich muss noch genug Schaden machen. Du siehst mich gar nicht. Blöde Kanone. Und bitte. Jawohl! Ja! Was für ein Opfer. Hi, ich zerstöre erstmal alles hier rumherum. Ja, tschüss. Ha, ja, was für ein Opfer. Van Gogh ist aber tot.
Ich hab ihn getötet, Leute. So, Leute, das war's dann auch mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls nicht, könnt ihr natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Aber schreibt mir auch bitte in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe, damit ich mich verbessern kann. Ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Tschüss.